traut sich nur er. Harry Aberle oder liebevoll der Crocodile Harry genannt. Er verlässt nun seine Welt. Das ist nicht so einfach. Ich meine, Krokodile, das sind wie kleine Kinder von mir. Das wird mir auch in der Rente schon fehlen. Die können aber schlecht mit den Badwannen mit heimnehmen. Hey, Tong, komm her. Hey, ja. Seine Lieblinge kennt er ganz genau. Mein Tong, die Helle, das Weible, die ist ein ganz cleveres, das schlauste Krokodil, das ich je gepflegt habe. In den letzten Jahrzehnten. Und er ist ein bisschen. Der Mann ist ein bisschen einfältig. Beißt manchmal auch daneben. Komm her. Das hat er dem leisten Krokodil Freddy beigebracht. Hochsprung, absolut gefährlich. Das größte Krokodil Deutschlands, 4,5 Meter lang, 520 Kilo schwer, 64 Zähne. Erst Schülerpraktikum, dann als Tierpfleger ausgebildet, sein ganzes Berufsleben in der Wilhelma verbracht. Der Vater von zwei erwachsenen Jungs hat hier seinen Traumjob gefunden. Also Reptilien, Schlangen, Krokodile hat mich schon immer fasziniert. Wenn da die Tierfilme da im Fernsehen gekommen sind, Silman oder Chimek, das war meine Welt. Ne? Was für ein Arbeitsplatz. Wenn man morgens nach einer kommt und man sitzt da, sind noch keine Besucher da, sitzt da am Seerosenteich, trinkt seinen Tee, morgens von 6:45 bis 7. Das ist einfach herrlich. Das ist schon so ein bisschen so Sehnsucht. Ne? Morgens zum Kontrollgang, da geht der Tier auf, das ist wie Sesam, öffne dich. Vogelgezwitscher, die Tocke schreit vielleicht manchmal noch. Und schön warm und so, wie in der Trobe in Asien. Gell? Das ist auch wunderschön gewesen. Jedes zweite Wochenende hat er hier verbracht. Immer nach seinen Krokodilen, Schildkröten, Echsen und Schlangen. Wie dieser Königsnatter geschaut. Die habe ich auch privat gehabt, 30 Jahre zu Hause. Da kommen Leute, die halt, die wünschen sich das zum Geburtstag oder je nachdem. Und dann dürfen die mal eine Schlange auffassen. Weil viele Leute haben da einen Ekel von den Schlangen. Und Schlange ist was ganz Tolles. Die fühlen sich so toll weich an, das kann man sich gar nicht beschreiben. Mitarbeiterinnen werden ihren Harry vermissen. Er ist schon derjenige, der das Team zusammenhält, der immer Spaß reinbringt, immer fröhlich ist, uns aufbaut, wirklich ein Teamplayer. Es wird für uns alle wahrscheinlich ein ganz schwerer Schritt ohne ihn. Ja. Das ist einfach ein altes Urgestein, der Wilhelma. Unglaublich viel gelernt bei ihm, gerade über Giftschlangen und Krokodile. Was wird Crocodile Harry dann wohl ohne seine Krokodile machen? Meine Frau ist Griechin, da gehen wir nach Griechenland. Da habe ich meine Berge am Olymp, die Bergdörfer, das ist herrlich. Da gibt es auch wieder viele Schildkröten, die kommen ja auch von da, vom Olymp, die Breitrandschildkröten. Und einen Haufen Schlangen. In Griechenland kommen die meisten Schlangen vor, von ganz Europa, 23 verschiedene Arten. Und da wird es mal gut gehen lassen. Also, herzlichen Dank. Ciao und ade. 47 Jahre, die kann man nicht so wegschmeißen. Man hat ja auch geklebt für die Wilhelma. Ja. Ich wünsche mir halt jetzt noch ein paar gesunde Jahre, ein paar schöne Reisen und dann war's das. Harry Aberle, ein Unikat. Alles Gute.